Wie funktioniert wirkungsvolles Content-Marketing? Wie schätzen Marketing-Expertinnen und Experten den Erfolg ihrer eigenen Content-Marketing-Bemühungen ein? Und wie hat sich die Customer-Journey im B2B-Bereich in letzter Zeit verändert? 120 Gäste kamen in diesem Jahr zum Digiday der WK Industriemedien, um von Experten wie dem deutschen Content-Marketing-Profi Klaus Eck Impulse zu diesen Fragen zu erhalten und die Ergebnisse der neuesten Content-Marketing-Studie der WK Industriemedien zu erfahren. Unsere Reise auf dem Weg durch die Digitalisierung, die ist durchaus reich an Höhepunkten und der heutige Tag war ein solcher. Besonders spannend für mich war, wie Content Marketing in der Realität angekommen ist und wie das im B2B-Bereich, wie ernst das Thema genommen wird und wie strategisch teilweise die Ansätze sind, aber auch wie wir uns als Verlag hier einbringen können. Es sind gute Fragen gestellt worden, auch im Nachhinein entsteht halt hier ein schönes Netzwerk, wo ich mich sehr darüber freue, Teil davon zu sein. Ich bin natürlich im Thema Content Marketing, Content Strategie schon sehr lange unterwegs und freue mich halt, wenn sich die Strukturen in den Unternehmen insgesamt verbessern und sich optimieren lassen. Heißt, ich bin halt letztendlich Prediger, was das Thema Content Marketing angeht und einfach da auch gerne unterwegs. Die Website ist nicht mehr so wichtig in der B2B-Customer-Journey und die Unternehmen überschätzen ihre Unternehmenswebsite aber und verlassen sich auf die alleine, vergessen aber auf die ganzen Drittanbieter-Plattformen, die eigentlich genau das sind, was befüllt gehört. Ich habe das sehr genossen, hier auf der Bühne sprechen zu dürfen. Ich glaube, die Präsentation war auch relativ interessant für unsere Gäste und ich freue mich auf nächstes Jahr.